Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Limbo. Wie ihr seht, stehen wir hier an diesem Schalter-Dingsbums und der Schalter betätigt den Aufzug, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, wir müssen da hoch. Das ist alles ein bisschen tricky. Und was haben wir hier oben? Eine Kiste. Okay. Da oben links, wie man sieht, ist eine Kanone schon wieder. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass wir da oben die mal aktivieren müssen, damit ihr uns die Kiste abschießt. Das wissen wir ja, wie das geht. Ah, sehr schön. Danke. Oh. Hm, schön, wird nicht aktiviert. Das ist nice. War die jetzt dafür gedacht? Alles klar. So, Schalter. Das ist nett. Was ist das? Okay. Komme ich nicht dran. Okay, der Schalter wird wahrscheinlich die Dinger ausschalten. Ne? Oh, Kiste. Nett. So kriegt man also Kisten. Die brauche ich ja dann, um da drauf zu kommen, ne? Kann ich hier jetzt... Ah, genau. Alles genau umgedreht. Okay, 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 okay. Die muss ja nach hier... Brauche ich die nicht mehr drücken. So, und schon sind wir oben. Ah, super. Ich komme hier aber nicht hoch. Ich brauche die Kiste, um auf den Stößel hier zu kommen. Auf das Teil, was sich bewegt. Und ich brauche eine Kiste, um auf den zweiten raufzukommen. Und den Knopf kann ich nur unten betätigen. Ein Quatsch. Weil wenn ich den jetzt da drauf lege, habe ich noch nichts gewonnen. Ist hier noch irgendwas? Warte mal, ich kletter hier mal drüber. Total ungewohnt. Da müssen wir also die Leiter runter. Und hier ist nur noch Grünzeug. Hallo? Nö. Da komme ich nicht weiter. Okay, okay, okay. Wenn ich hier springe. Ne, komme ich auch nicht hin. Was ist denn, wenn ich da die Leiter hinstelle? Warte mal. Den Dings. Ah, jetzt kann ich hier runterklettern. Toll. Ja, die Schwerkraft bleibt ja noch umgedreht. Das ist der Quatsch. Also brauche ich die Kiste doch auf der Seite. Ich muss die Schwerkraft abstellen. Das heißt, ich muss hier hin. Da muss ich drauf. Und ich muss hier eine Kiste haben, um da drauf zu kommen. Das heißt, dann schauen wir hier mal in der Ecke weiter, ob wir da noch was finden. Vielleicht ist hier ja irgendwo jetzt eine Möglichkeit, noch eine Kiste zu... bekommen. Die von vorhin, die kriegen wir bestimmt nicht mehr. Schmetterling. Hier sind wir am Fahrstuhl. Da kann ich nicht weiter. Hier unter mir ist eine Rampe. Jede Kiste hinpacken lohnt sich auch nicht, weil ich komme dann trotzdem nicht da hoch. Das ist viel zu hoch. Okay, okay, okay. Auf dieser Kanone war doch noch ein Dings, so eine Plattform. Könnte es sein, dass wir da irgendwo hin müssen? Ich nehme mal die Kiste mit. So, die lassen wir einfach hier wieder vor der Kanone runterfallen. Ich sag Kanone, Gatling Gun, was auch immer. So, zack, weg ist er. Oben die schießt. Na, wenn das mal gut geht. Das war knapp.
So, folgendes. Da oben links auf der, da ist so eine Plattform drauf. Das heißt, wenn ich den Fahrstuhl runterfahre, die Kiste hier drauf schiebe, den Fahrstuhl hochfahren lasse, da drauf kletter. Okay, die schützt uns. Das ist gut. Jetzt schießt das Ding auch nicht mehr. Ich versuche jetzt mal von der Kiste da links auf die Plattform. Yep. So, vielleicht geht es ja hier weiter. Oh, guck mal da. Was machst du? Hm, schön, uns eine Kiste geben. Wie kommen wir da jetzt hin? Hm. Die kriege ich hier nicht rüber. Die würde nämlich, das sieht man nämlich, hier sind wir genau an diesem Abgrund oder... Ja, ist ja kein Abgrund, da ist ja genau das Gegenteil, Berg. Wo wir vorhin gestanden haben. Das heißt, die Kiste würde hier drauf fallen. Dann kann ich mit der Kiste hier hin. Das passt von der Höhe nicht. Vor allem, wie soll ich die denn da hinten rüber kriegen? Oh. Ah, hier kann ich auch die Schwerkraft an- und ausschalten. Haha. Cool. Manipulation des Schwerkraftfeldes. Wie man sieht, ich kann die Kiste schweben lassen. Und weil die da von der Schräge kommt, kann ich die eventuell hier rüber katapultieren. Fast. Ja, gut, jetzt geht die nur noch gerade hoch. Das heißt, ich muss den Schwung nutzen. Oh oh. So, runter. Hep. Das war zu spät. Oder zu früh. Ich muss das an- und ausschalten. Irgendwie muss ich das da drüber tricksen. Das könnte ich jetzt ein bisschen hinziehen. Da hat sie den Schwung verloren. Jetzt hängt sie da zwischen. Das war nix. Schon fast. Mist. Hey, gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. So, und jetzt kriegen wir die hier nicht rüber. Aber wenn wir jetzt die Schwerkraft hinten umschalten, dann fällt die da an diese aufsteigende Flanke, sag ich mal. Und dann müsste die eigentlich rechts runterkugeln. Das kriegen wir doch hin. Warte mal. Das machen wir mal lieber auf der sicheren Art und Weise. So, zack, zack, zack. Dann schieben wir uns die da wieder in diesen Detektionsstrahl. Ja, von da aus auf die Leiter. Klack, klack, klack. Die ballert da wieder in den Berg rein. So, und wenn ich jetzt hier umschalte, kommt die eine Kiste. Sehr schön. Und die zweite müsste jetzt eigentlich auf der linken Seite irgendwo sein. Na, na? Jawohl, da liegt sie. Sehr schön. Klappt ja endlich mal was. So. Jetzt wird's tricky. Denn der Bolzen da unten, der bleibt ja nicht stehen. Der bewegt sich immer. So, eine Kiste müssen wir definitiv hier liegen haben. So, an der Stelle. Und die Frage ist, wo stellen wir den hin? Das erübrigt sich eigentlich, weil ich kann... Nee, warte mal, wenn ich abstelle, fallen beide runter. Der müsste theoretisch hier liegen bleiben. So, der fällt da runter. Müssen wir noch ein bisschen rüberziehen. Warte mal. Und der andere...
Okay, wenn der. Ne, der darf nicht nach vorne bewegen, sonst nimmt er die Kiste mit. Okay, die können wir nachher zurückschieben, das ist ja egal. So, jetzt kommt er. Jawohl. Hossa. Was? Fieb? Okay, Einschalter. Was machst du? Magnetfeld aufheben, okay. Beziehungsweise Gravitation umdrehen. Was hast du? Du bist doch auch bestimmt irgendwas. Da ist so ein Magnetsymbol. Oben geht eine Lampe an. Bleiben die dann da oben hängen? Komischerweise, ich werde nicht nach oben gezogen, ne? Nee. So, jetzt kann ich hier drauf. Die ist weg. Oh, warte mal. Ich muss das Ding abstellen. Aus welchem Grund auch immer. So, die bleiben jetzt da auf Magnetkraft hängen. Na komm schon. So, hier links geht's nicht weiter. Hier kann ich nicht hoch, okay. Ah, jetzt ist die oben. Ah, toll. Jetzt hier mit der Gravitation so spielen wie gerade mit der Kiste. So, die ist oben. Aha, und die ist unten. Sehr schön. Ja, das klappt ja doch besser als gedacht. Diese Art Rätsel, die mag ich. Na komm schon. So ein bisschen knobeln und einen kleinen Ansatz, wie man überhaupt weiterkommt. So, was haben wir jetzt hier? Einen tiefen Abgrund, würde ich sagen. Jo. Das ist nicht so schön. Und wir haben wieder einen Schalter, das ist toll. Hey. Ach, jetzt ist die links auch hochgegangen, okay. Uah. Oh. Okay. Cool. Jetzt. Schwingen oder was? Nein. Achso, wir sind tot. Das ist toll. Okay, wenn ich den Schalter betätige, kommt diese Rutsche-Dingsbums da an. Das komische Teil. Gut, da komme ich nicht hinterher. Eventuell muss ich eher abschalten. Alter, wieso? Oh, nee. Jetzt kommen wir wieder zu einer Trial and Error Stelle. Ich fasse das. Gut, dass wir gleich am Ende der Folge sind. Komm, einmal probieren wir das noch. Kommt er ja längst nicht weit genug. Dass er so langsam ist, der Junge, das geht so ein bisschen, weiß ich nicht. Da fällt er senkrecht runter, dreht sich um. Ich komme da noch gar nicht hinterher. Wow. Viele Jahrhunderte später. Gerade war ich noch so froh mit den Rätseln und jetzt hast du wieder so eine. Weiß ich nicht. Oh, ich bin dran. Au. So, das ging ja doch noch, zum Glück. Dann mache ich mal lieber hier ein Folgenende. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Limbo. Bis dann. Ciao.